Panik in der ganzen Welt. Seit einer Woche fallen die Kurse an der Börse ins Bodenlose. Hamsterkäufe im Supermarkt. Viele Menschen haben Angst, sich anzustecken. Woher kommt diese Panik bei einer Krankheit, die bei sonst Gesunden eher wie eine milde Erkältung verläuft? Für den Psychologen und Risikoforscher Gerd Gigerenzer aus Berlin sind solche panikartigen Ängste nichts Neues. Es erinnert mich sehr an das, was wir mit der Schweinegrippe erlebt haben, mit der Vogelgrippe, mit SARS, mit dem Rinderwahnsinn und anderen solchen Krisen, die in Deutschland große Ängste ausgelöst haben. Die Schweinegrippe begann in Mexiko, ein kleiner Junge. Ihm war es nicht gut, die Ärzte entdeckten. Nach 5 Tagen war der Junge wieder ganz in Ordnung. Mexiko meldete 157 Tote durch Schweinegrippe. Kurz darauf hat man das korrigiert auf 7. Aber die Maschinerie lief an. Die Weltgesundheitsorganisation hat bis zu 2 Milliarden Tote vorhergesagt. In Großbritannien haben die medizinische Experten bis zu 65.000 vorhergesagt. Das waren am Ende etwas über mehr als 100. Maßlose Übertreibungen gehören am Beginn solcher Panikphasen dazu. Aber warum sind wir dafür immer wieder so empfänglich? Warum fürchtet man sich vor den einen Dingen und nicht den anderen? Hier geht es um eine Angst vor Schockrisiken. Ein Schockrisiko ist eine Situation, wo sehr viele Menschen zu einem Zeitpunkt sterben könnten oder in einem kurzen Zeitraum. Also man hat Angst vor Situationen, wo viele Menschen in einem kurzen Zeitpunkt sterben, wie bei einem Flugzeugabsturz oder am 11. September 2001, aber wenig, wenn die Menschen verteilt über das Jahr oder die Jahre sterben. Wie zum Beispiel an Herzinfarkten, an Krebs oder den normalen Gefahren des Alltags. Doch warum schätzen wir Risiken immer so falsch ein? Da kann man nur spekulieren. Eine Hypothese ist, dass in der Geschichte der Menschheit, als Menschen noch in kleinen Gruppen umherzogen, der plötzliche Tod eines Teils der Gruppe bedrohend war für das Überleben des Rests. Das war damals eine rationale Angst, heute nicht mehr. Und jetzt Corona. Irrationale oder berechtigte Angst? Ja, Professor Panning, vielleicht abschließend noch mal die Frage, sollte ich wirklich vor der Erkrankung Angst haben oder sollte ich eher vor unserem Umgang mit einer solchen Situation Angst haben? Das ist eine schwierige Frage. Individuell würde ich sagen, Sie sind noch jung und gesund, ich auch, würde ich mich als Einzelner wenig davor sorgen. Auf der anderen Seite muss man sehen, welche Auswirkungen das zum Beispiel auf unser Gesundheitssystem, auf unsere Gesellschaft haben kann, wenn nun diese Epidemie sich wirklich ungebremst ausbreitet. Insofern denke ich, sind alle Maßnahmen, die man zurzeit trifft, sehr, sehr angemessen. Es ist in der Tat kein Grund, in Panik zu verfallen. Aber das ganze Geschehen ist doch ungewöhnlich und bedarf der Anstrengung von allen Beteiligten. Und interessant wird zu sehen sein, welche Lehren wir dann daraus nachher, danach, wenn es überstanden ist, ziehen für das nächste Mal.